got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. As I've got you under my skin. So hat es sich abgespielt. So ist Batman gestorben. Vor 9 Monaten wurde der Joker eingeäschert. Ich habe den Knopf selbst gedrückt und den Mistkerl verbrannt. Und dann warteten wir. Gotham rüstete sich für den unvermeidlichen Machtkampf. Doch er kam nicht. Die Kriminalität ließ sogar nach. Aber ich wusste, dass ein Krieg bevorstand. Ich wartete nur darauf, dass jemand den Abzug drückte. Danke. Kein Problem. Oh, danke sehr. Und? Was darf sein? Das Übliche? Sicher. Okay, Hähnchensalat ohne Dressing. Nein, ich nehme doch Waffeln. Mit Speck. Erzählen Sie es nicht meiner Frau. Wie Sie meinen, Officer. Oh, und falls Sie mehr Kaffee wollen, rufen Sie einfach. Tut mir leid, Sie beim Essen zu stören, Officer Owens. Aber da drüben in der Ecke sitzt ein Kerl und raucht. Warten Sie hier, ich kläre das. Hast du das gemeldet? Wir haben jeden Morgen zusammen zu uns. Wie bist du hergekommen? Christina Bell? Mein Kerl hat Schmerzen. Sie war einfach nur... Verzeihung, Sir. Sie dürfen hier nicht rauchen. Diese Demonstration hat nur 150 Milliliter meines Gifts verbraucht.
Morgen wird das wie ein Kinderstreich wirken. Gotham, das ist die einzige Warnung. Gestern waren noch 6,3 Millionen Einwohner in Gotham City. Heute nicht so viele. Auf den Straßen befinden sich nur noch Leute, die das Chaos lieben. Gothams Beste. Abschaum. Kriminelle. Und Schlimmeres. Zu wenig gute Menschen, um sie zu stoppen. In nur 24 Stunden verloren wir die Kontrolle über die Stadt. Heute hofft Gotham auf einen, der uns alle retten soll. Ich bin froh, dass du heil rausgekommen bist. Entschuldige, ich muss los. Sei vorsichtig, Barbara. Wie immer ein gelungener Auftritt. Wie läuft die Evakuierung? Der letzte Bus hat die Stadt vor einer Stunde verlassen. Ich bin froh, dass meine Tochter rechtzeitig raus ist. Jetzt fängt die richtige Arbeit an. Irgendwas über Scarecrow? Wir verfolgten ein unbekanntes Militärfahrzeug, das durch Chinatown raste. Es war unsere einzige Spur heute Nacht, ist uns aber entwischt. Wegen der Evakuierung haben wir nicht genug Personal in der Stadt. Wenn ihr es findet, sollten deine Männer nicht näher ran. Ich kümmere mich drum. Glaubst du, dass Scarecrow wirklich so krank ist, eine Chemiewaffe in Gotham zu zünden? Das werde ich nicht zulassen, Jim. Falls du mich erreichen musst, wird eine lange Nacht werden. An alle Einheiten, ein 1033 im Sektor 2. Vermisster Streifenwagen, Einheit 247, vermutlich Officer am Boden. Hey, Batman. Jedes verdammte Mal. Oracle, wie ist die Position von Einheit 247? Bin schon dran. Wie geht's meinem Dad? Er hält durch. Irgendwie macht er das immer. Okay, ich schick dir die Position des Wagens. Sei vorsichtig. Da draußen sieht's nicht gut aus. Okay.
muss man Scarecrow lassen. Er hat uns zur gesamten Stadt überreicht. Nein, bitte! Die Stadt gehört euch nicht mehr. Hey Batman, lass mich hier bitte nicht zurück. Sie sind sicher. Danke, Batman. Ich dachte, sie wird mich umbringen. Die Stadt wurde überrannt. Wir haben keine Chance. Bleiben Sie hier. Jemand wird Sie abholen. Was machst du da? Die Chancen ausgleichen. Wir sind erledigt, oder? Oracle, ich muss das Militärfahrzeug verfolgen. Ein Streifenwagen hängt dran. Ich leite die Position weiter. Ruf deine Männer zurück, Jim. Golf Oscar 5-6, hier ist Commissioner Gordon. Die Verfolgung wird abgeblasen, es ist zu gefährlich. Sir, wir sind hier. Wir kriegen diese Bastarde. Bleib an ihnen dran, komm schon! Die haben mit einer Panzerfaust auf uns geschossen. Wer zur Hölle sind die? 5-6, sofort zurückziehen, das ist ein Befehl. Überlass das, Batman. 5-6 hat einen direkten Raketentreffer erlittenen. Sie sind tot, Sir. Verdammt! Bitte, Batman, du musst sie aufhalten. Keine Sorge, Jim. Er gehört mir. Das Fahrzeug wäre erledigt. Ich muss den Fahrer ausquetschen und rausfinden, was er weiß. Wo ist Scarecrow? Fahr zur Hölle! Wo ist er? Ich hab dir nichts zu sagen, Batman. Rede, oder ich werde dir alle Knochen brechen. Okay, okay. Er arbeitet von einem Penthouse in Chinatown aus. Ich schwöre, mehr weiß ich nicht. Wenn du lügst, brech ich dir den anderen. Den anderen was? Oracle, sieh dir die gerade hochgeladene Analyse an. Klar. Ist es das, wonach es aussieht? Scarecrows neues Toxin. Eine nicht kontaminierte Probe. Kein Scherz. Ich bereite eine chemische Analyse auf dem Bat-Computer vor. Was wirst du jetzt tun? Scarecrow hat in der Nähe einen Unterschlupf. Ich starte ihm einen Besuch ab. Hoffentlich ist das der Durchbruch, den wir brauchen. Das ist der Ort. Ich sollte oben im Penthouse nachsehen.
Der bringt mich um. Oh, keine Sorge, du bekommst schon, was du verdienst, wenn wir hier fertig sind. Warum warten? Wir könnten dir gleich eine Dosis verpassen. Von mir aus. Ich sag Scarecrow dann, dass es deine Idee war. War nur ein Witz. Hat sich nicht so angehört. Was? Ich will doch nicht, dass er denkt, ich verstoße gegen die Anweisung. Hast du ihn gesehen? Ja, von nahen. Der hat irgendwas mit seinem Gesicht gemacht, oder? Sieht aus, als ob er Stücke mit einem Messer rausgeschnitten hätte. Das heißt, so ein Freak namens Killer Croc hätte ihm das Gesicht zerfetzt. Wirklich? Sieht mir eher nach Absicht aus. Ja, er hat sich wohl gedacht, er sollte seinem Namen gerecht werden. Aussehen wie eine Vogelscheuche. Das ist total krank, Mann. Batman! Davon krank sprechen. Was macht die hier? Ja! Die Türen sind verschlossen. Ich muss einen anderen Eingang finden. Du lässt das so grob klingen. Es war wundervoll. Mann, was ist bloß mit dieser Stadt los? Sie ist voller Freaks. Da sagst du was. Sieh mal an Kompressor 5. Hier muss alles bereit sein, wenn wir den Befehl kriegen. Mich nicht dazu abzutragen! Schau, Anwärter, ihr solltet euch mehr um eure Sicherheit kümmern. Kommt mir vor, als wäre das nicht Teil des Plans gewesen. Nun, das macht das Ganze ein wenig interessanter. Sir, es ist Batman. Er ist hier. Hast du erwartet, mich zu finden, Batman? Da muss ich dich leider enttäuschen. Sieh dir die Kammer an. Ich will, dass du die Angst zu spüren bekommst. Hör zu, Batfreak. Wir gehen jetzt hier raus. Schön langsam. Wenn du was Dummes versuchst, blase ich dir den Schädel weg. Bezaubernd. Aber nur einer von uns verlässt diese Zelle. Nein! 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 Es gibt nichts über natürliche Immunität. Was willst du hier? Warum hat Scarecrow dich eingesperrt? Kein Hallo? Sag schon. Und wenn ich keine Lust habe? Dann brennt jede Pflanze in Gotham. Alles begann mit dem Treffen. Welches Treffen? Alle waren da. Pinguin, Two-Face, Riddler, sogar Harley. Scarecrow hatte angeblich einen Plan. Wir würden dich gemeinsam erledigen. Und Gotham würde dann uns gehören. Nur über meine Leiche. Genau das war wohl der Plan. Ich sagte, seine lächerlichen Spiele interessieren mich nicht. Als ich zu mir kam, war ich plötzlich eingesperrt. Wie schade, dass sein widerliches Toxin bei mir nicht wirkt. Die Natur siegt immer. Wird es je lernen? Du kommst mit mir. Hättest nur fragen müssen. Was ist los? Er ist umzingelt. Keine Bewegung. Bist du sicher, dass er es ist? Bestätigt, es ist Batman. Sir, der Panzer, den Sie haben, ist unbemannt. Gut.
dachte, das würde schwer werden. Ein Panzer reichte schon aus. Und wir haben extra... Das ist das, wovor ihr alle Angst habt. Aufstandsbekämpfung aktiviert. Batman, ich habe 6 unbemannte Panzer gesichtet, die sich durch Chinatown bewegen. Die sind jeden Moment da. Wir müssen gehen. Ein Meister der Untertreibung, wie immer. Oracle, ich muss wissen, woher diese Panzer kommen. Mehrere Transporthubschrauber bewegen sich ins Stadtinnere. Mehr sind auf dem Weg. Aktiviere die Waffendiagnose des Batmobils. Wir ziehen in den Krieg. Waffenenergiesystemdiagnose online. Stufe 1. Ziele zerstören, um die Waffenenergie aufzuladen und das Raketensperrfeuer zu aktivieren. Raketensperrfeuer Stufe 1 bereit. Diagnosestufe abgeschlossen. Stufe 2. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 Ziele gleichzeitig zerstören. Ich muss die Sekundärwaffe vor dem Feuern auf Stufe 2 aufladen. Diagnosestufe abgeschlossen. Stufe 3.
Feindliche Treffer erschöpfen Waffenenergie. Raketensperrfeuer auf Stufe 2 aufladen und 4 aktive Ziele zerstören, um die Diagnose abzuschließen. Zwei aufladen. Raketensperrfeuer Stufe 2 bereit. Diagnose abgeschlossen. Simulation abgeschlossen. Transporter setzt Panzer bei den Panessa-Studios ab. Ich hab... GCPD gewarnt ihre Männer von den Straßen. Abzuziehen. Ich bin auf dem Weg. An alle Einheiten, hier spricht Commissioner Gordon. In der Stadt befinden sich zahlreiche feindliche Panzer. Gotham wird angegriffen. Alle Einheiten ziehen sich sofort von den Straßen ins GCPD zurück. Wir sind auf so etwas nicht vorbereitet. Zum Glück ist da draußen jemand, der es ist. Sag deinen Männern, dass sie wieder patrouillieren können. Die Panzer sind kein Problem mehr. Gott sei Dank. Hoffentlich waren das die letzten. Glaube ich kaum. Lass die Isolationszelle im GCPD vorbereiten. Ich bring Ivy hin.